Bevor das Video startet, spielen wir ein Spielchen. Schreibt in die Kommentare, wie oft ich auf jeden Fall sage. Viel Spaß dabei. Viel Spaß mit dem Video. Jo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf TheCrafted 4. Heute mal einzig und allein mit mir. Auf jeden Fall, ich hoffe mal, dass man niemanden im Hintergrund hört, weil ich gerade auch in einer Skype-Konferenz bin. Aber ich denke, wenn ich die Hintergrundmusik dahinter lege, dann wird das schon funktionieren. Auf jeden Fall heute vielleicht ein bisschen länger, ich weiß aber auch nicht. Nämlich möchte ich heute über mein 2016 reden. Also letztes Jahr hatte ich ja schon YouTube, also mit meinem alten It's Lixio-Kanal. Aber da hatte ich keine Lust, so ein Rückblick-Video zu machen. Und hier werde ich mir jetzt auch nicht allzu viel Mühe geben. Ich werde ein bisschen was erzählen, was so schön war, was weniger toll war. Private Sachen natürlich nicht. Und eher so Sachen, wo es mir rein gar nichts ausmacht, die so öffentlich zu sagen. Ja, auf jeden Fall. Wie das Jahr gestartet ist, war ich ja noch in der 8. Klasse. Also von der Schule kann ich ein bisschen was erzählen. Ja. Klar, Schule ist nie besonders aufregend, aber es gab schon einige Tage, die ganz toll waren. So, und jetzt hat gerade mein PC gelaggt, warum auch immer. Und Netz hat immer mehr Probleme. Ja, so viel gibt es jetzt da auch nicht erzählen. Auf jeden Fall YouTube technisch, ich hatte wieder einige Kanal Restarts. Auf jeden Fall It's Lixio wurde gelöscht in dem Jahr, was ich heute eigentlich noch bereue, aber naja. Dann habe ich den Grentexo Kanal erstellt. Also Grentexo. Alle Namen habe ich eigentlich so hier durch Zufall so einfallen lassen oder ein paar alte Namen verändert. Also das war jetzt wirklich zufällig. Also es war nicht beabsichtigt, dass es die gleiche Endung hatte wie bei Cleanery aka Kauptik, also Flutex, so hieß er ja damals. Naja, wenn wir schon beide einen Text im Namen hatten, dann haben wir ja auch beschlossen, wirklich so richtig zusammenzuarbeiten. Haben wir auch mal gemeinsam einen Kanal gemacht, die Textos, wo wir aber nie aktiv waren. Auf jeden Fall hat dann Mentox sich auch mal Ben Texo genannt, weil er, aber ich glaube, das war ja später im Jahr. Ja, waren wir halt zu mehrt von den Textos her. Auf jeden Fall, ich habe mich dann auch mal umbenannt. Ben Texo habe ich einmal aufgegeben. Wegen ein paar privaten Vorfällen. Dann habe ich den Kanal Merotos erstellt, den ich ja eigentlich geheim halten wollte. Doch irgendjemand hat den dann mal wieder verraten. Auf jeden Fall, naja. Grüße gehen nicht drauf, von dem das war. Jeder sagt irgendwie was anderes, weil ich mehrere gefragt habe. Sagt irgendwie jeder was anderes. Ja, auf jeden Fall, nachdem das eben rausgekommen ist, das war schon nach wenigen Tagen, dachte ich mir, ach scheiß doch drauf. Auf jeden Fall hatte ich natürlich auch einige Pausen, Quits. Dann bin ich wieder zu Grentexo zurückgewechselt, soweit ich weiß. Ich glaube dann nochmal irgendwie Merotos. Kam dann noch ein zweites Mal. Grentexo, den Kanal, den gab es auch öfter. Dann habe ich öfter mal in Flanmat umbenannt. Also einmal habe ich den in Flanmat umbenannt. Aber bevor ich das gemacht habe, habe ich da erstmal einen neuen Kanal erstellt, den ich Flanmat genannt habe. Das war also dann der ganz neue Name. Den Kanal habe ich dann so weitergemacht. Nur wegen der Inaktivität der Abonnenten bin ich dann wieder zurückgewechselt auf Grentexo. Ich glaube, da habe ich da auch eine Zeit lang weitergemacht. Kann das sein? Aber ich glaube, dann kam sogar das zweite Mal Merotos ins Spiel, wegen Inaktivität der Abonnenten. Ja, dafür habe ich dann auch meinen Grentexo-Kanal Flanmat genannt. Hab da nochmal weitergemacht, da habe ich mal einen Restart gemacht wegen dem neuen Namen.
Auf jeden Fall habe ich dann später allerdings wegen einem privaten Vorfall dann wieder den Kanal gewechselt, nämlich von diesem einen Flanmark-Kanal hier zu dem neuen Kanal Klerodon, der eigentlich auch geheim bleiben sollte, hat sogar eine Zeit lang ganz gut funktioniert. Er war wirklich so circa 2 Monate geheim gehalten. Tja, aber dann an einem Tag, ja, hat wieder irgend so ein Bastard gedacht, ach, lasse ich ihn wieder öffentlich. Und das Datum weiß ich sogar noch ganz genau, weil an dem Tag war ich unterwegs, war der 30.10.2016. Ja, auf jeden Fall habe ich schon eine Vermutung, wer das war. Auf jeden Fall habe ich auch private Infos darüber bekommen. Also auf jeden Fall, hauptsächlich verdächtige ich eine einzige Person, die das Ganze ins Leben gerufen hat, aber ich habe auch eine private Info erhalten, die ich aber jetzt hier nicht sage. Aber ich habe halt vielleicht nur eine kleine Pause eingelegt. Auf dem Kanal habe ich auch die ganze Zeit weitergemacht bis gestern, dem 30.12., bis ich mich dazu beschlossen habe, einfach jetzt alles runterzunehmen, weil ich habe einfach überhaupt keine Lust mehr auf YouTube. Jetzt mache ich einfach auf dem Kanal weiter, weil der Kanal von mehreren geführt wird und da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Aktivität sein kann und ich nicht mich, keine Ahnung, jede Woche bemühen muss, mal so ein Video rauszubringen, sondern dass meine anderen Kanalmitglieder auch mal für Videos sorgen. So, servertechnisch, es gab natürlich wieder einige Minecraft-Server. Also iCraft und XXCraftXX. Mehrere Male natürlich wieder eröffnet. iCraft wie immer ganz gut aufgebaut, XXCraftXX nicht so gut, außer ein paar Male. Aber die größte Ausnahme ist einmal. Das war, glaube ich, in Sommerferien oder ein bisschen davor. Also, ich glaube, kurz vor Anfang Sommerferien, genau. Ich glaube, es war am vorletzten Schultag. Kann sein, am 30. Juli, kann das sein irgendwie, dass dort XXCraftXX wieder eröffnet haben. Und ab dem Punkt an war der Server wirklich richtig, richtig gut aufgebaut. Und dann sind auch wirklich sehr viele Leute draufgekommen. Rekord 20 Spieler. Wird aber später noch getoppt. Aber auf jeden Fall, das 20 Spieler ist eigentlich ein richtiger Rekord, weil das waren faire Spieler. Ich glaube, der zweite Rekord, ich glaube, das waren ein paar Bots. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich habe da auf jeden Fall nichts dran gemacht. Aber auf jeden Fall, der Server war richtig erfolgreich für meine Verhältnisse. Team war auch sehr groß. Viele Serververstörungen kamen online, die aber jetzt grundsätzlich alle wieder runtergeflogen sind, weil der Server eben down ist. Und aus einem zweiten Grund, zu dem ich gleich komme. Ja. Allerdings ist da was passiert, was den Server sozusagen aufgelöst hat. Nämlich hatte Ben Texo, wie er damals noch hieß, oder Bagsny, also Mintox, der jetzt heißt, so seine Tage, hat irgend so ein uraltes Ereignis wieder aufgegriffen und hat mich dafür beschuldigt, einfach ohne Beweise. Naja. Auf jeden Fall habe ich mir das natürlich nicht gefallen lassen und hab dann das Team verlassen und so viele Leute wie möglich von XXCraft weggebracht. Also hab die alle dazu gebracht, das Team zu verlassen. Tatsächlich sehr, sehr viele Leute. Also ich würde sogar ganz grob schätzen, 85% aller Leute standen zu mir. Und der Rest war eher neutral. Ich glaube, es waren vielleicht 2 Leute oder 3, die zu Bentexo gestanden sind. Und die waren, und die kenne ich auch in Real Life und die waren zu der Zeit auch gegen mich sozusagen, also da hatten wir auch ein Beef. Auf jeden Fall, danach hat mich der liebe ExtoHD angeschrieben, dass er doch mit mir einen Server machen will und er den dann auch finanziert. Dann dachte ich mir, ja, warum nicht? Und so ist die Legende entstanden, die sogar heute noch existiert, FlentoMC. FlentoMC hat auch ein großes Serverteam. Auf jeden Fall tolle Bausbilder, also einfach Architekten, die auch damals bei XXCraft schon mit dabei waren. Also XXCraft hat wirklich sehr gute Leute hergebracht und FlentoMC, das sind bis heute noch einige Leute, die wir damals nur durch XXCraft T6 kennengelernt haben drin.
Ja, auf Lane Fantasy jede Map selbst gebaut, reinster Erfolg, Rekord, über 70 Spieler, auch wenn ich glaube, dass das ein Bot war. Manche sagen, dass alle was gemacht haben, also kann das eigentlich dann gar nicht sein. Ich weiß es aber nicht. Es ist ein bisschen merkwürdig, aber naja, sollen wir mal machen? Ich war nicht so richtig dabei. Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr viele Server-Vorstellungen gibt es davon auf YouTube. Wir können gerne mal in die YouTube-Suche eingeben, FlanTimes, die Server-Vorstellung. Ist sogar in den Suchvorschlägen. Also merkt schon, wie beliebt der Server eigentlich ist und wie oft er gesucht wird. Ja, sehr viele Videos seht ihr davon. Auf jeden Fall gab es dann so eine Phase, da wollte irgendwie jeder so einen Server gründen. Also es sind auch solche Server wie Dresden, MC, Fun Games oder Forva entstanden. Ja, auf jeden Fall X6 iCraft wieder etliche Restarts ein paar Mal. FlanTimes, die hatte noch nie einen Restart, ist jetzt immer noch der gleiche FlanTimes wie damals, nur mit ein paar Updates erstmal. Aber der war jetzt nie großartig mal eine Zeit lang down, weil wir keine Lust mehr gehabt haben. Also FlanTimes hat jetzt die ganze Zeit existiert, seit August. Und damit wirklich 4 Monate FlanTimes. Leute, bald, also dauert nicht mal zu lange, ich dafür geht auch schon, dann haben wir ein halbes Jahr FlanTimes, es muss dann auch gefeiert werden. Ja, auf jeden Fall sehr viele Server, auch Build Games von Liquid Felix und so weiter. Also ich habe schon viele Server. Auch privat habe ich wieder mehrere Ziele besucht. Was auch ganz toll war, auch mit meiner Familie so. Also immer ganz cool. Erstmal so von neuen technischen Schrotz, wollte ich schon sagen. So neuen technischen Sachen, die ich bekommen habe. Oder mir gekauft habe. Also ich glaube zumindest, dass in dem Jahr war, das im Mikro hier. Habe ich mir gekauft, ich glaube von Ostergel, kann das sein? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall den Computer nicht, den habe ich letztes Jahr bekommen, aber einen zweiten Bildschirm, einen neuen Laptop mit Touch. Das sind so die größten Sachen. Die gleiche Tastatur habe ich nochmal kaufen müssen. Und noch ein paar kleinere Dinge. Und wohl auch eines der größten Dinge, ein neues Smartphone, was auch sehr toll funktioniert, wie ich finde. Und da kann ich mir wirklich nicht beklagen. Mein Zimmer habe ich dann gemalt mal wieder umgestellt. Also die letzte Roomtour wird wahrscheinlich dreimal unaktuell sein. Dreifach unaktuell. Tja, sonst eigentlich nur so kleinere Sachen. Ja. Auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, was ich sonst noch so erzählen soll. Deswegen würde ich mal sagen, dann beenden wir doch dieses Video. Also, ja. Ach, ein Raspberry Pi habe ich noch bekommen. Also, der ist jetzt nicht so teuer. Auf jeden Fall habe ich mir dann sogar eine zweite SD-Karte angeschafft, um noch mehr damit ausprobieren zu können. Ja, dann würde ich mal sagen, war's das mit diesem Video. Ja, bis zur nächsten Folge und ciao.